Geld ist sehr wichtig, Geld beruhigt. Aber ich finde, es gibt wichtige Sachen im Leben als Geld. Geld ist mir extrem wichtig, weil ja, man hat halt einen besseren Status, wenn man Geld in der Tasche hat. Das bezahle ich alles selber, selbstständig, ohne meine Familie. Und meine Eltern geben mir dafür kein Geld, muss ich alles alleine machen. Am Tag ist unterschiedlich. Manchmal 10, manchmal 100. Wenn ich alleine bin, 30, 40 Euro. Wie viel? 20, 30 Euro. Stimmt. Am Tag nicht mehr als 10, 15 Euro. Das Rauchen kostet mich so ungefähr in der Woche 30 Euro. Meistens auch 30 Euro, höchstens 40 bis 50 Euro, um es reicht vollkommen Spaß zu haben. Wochenende Samstags 50 Euro, da ist man schon ja. Jedes Wochenende auch 20 bis 30 Euro ungefähr. Wenn ich Spaß habe, dann ist mir egal. Dann hole ich mir, was ich will und was ich denke. Ja. Und dann, wenn ich morgens wieder aufstehe und nüchtern bin, dann fange ich an zu überlegen. Klamotten monatlich gebe ich ungefähr um die 100 bis 200 Euro. Im Monat zwischen 300 und 500. 150. Mir ist schon, sind die teuren Sachen dann aber auch schon wichtig. Also so ein bisschen Luxus muss schon sein. Ja. Hm? Ich habe in Verfügung 1200 Euro. Ja, und ich gebe auch alles aus. Ja, verdiene auch nicht so viel als Auszubildende, davon reicht es nicht. Aber wenn ich mehr verdienen würde, na klar, würde ich natürlich für meine Zukunft vorsorgen, ja. Also ich habe schon viel, ich gebe aber vorsichtig aus. Also ich weiß, wie ich mit Geld umgehen muss. Ich will mir ja Geld zur Seite legen, nur momentan mache ich, wie gesagt, meinen Führerschein und erledige so viele Sachen, da kann mir einfach kein Geld übrig bleiben am Ende des Monats. Darum will ich erstmal diese Sachen erledigen, die wichtig sind, wie die Fahrschule und sowas. Und dann am Ende, wenn ich das erledigt habe, dann denke ich an Sparen. Ich bin ja noch 18. Man muss ja auch Spaß haben, oder nicht? Und rausgehen.